Dies ist das dritte Video im Rahmen der Serie über Überanpassung für Modellierung. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, wie man solche Dinge wie Test- und Überanpassung skriptet und wie man sie grafisch darstellt. Das Mal davor haben wir gesehen, wie man Überanpassung erkennt mit Hilfe des Teilens in ein Testset und ein Trainingsset. Wie schon gesagt, dadurch, dass man es einmal teilt, ist man natürlich dem Effekt unterworfen, dass zufällig eine bestimmte Konfiguration im Trainingsset entstehen kann und im Testset eine andere und man nicht genau weiß, ob das Ergebnis dessen, was man damit herausbekommt, auch reproduzierbar ist und einen allgemeinen Trend wiedergibt. Es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber das Ganze geht noch besser. Wenn wir das Problem haben, dass das nur einmal eben geteilt wird, ist natürlich die natürlichste Idee, dass man diesen Teilungsprozess öfter wiederholt und mehrfach Testsets und Trainingssets ausprobiert. Das Grundproblem, das wir haben, ist natürlich, dass wir eine begrenzte Anzahl von Daten haben, mit denen wir das machen können. Und da kommen zwei Techniken ins Spiel, die man verwenden kann. Wir fangen mit der einfachsten an, läuft unter dem Begriff K-Fold. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, wo es darum geht, dass wir einen Datenbereich in mehrere Partitionen unterteilen und jeweils den größeren Teil oder dass wir eine dieser Partitionen benutzen, um zu testen und alle anderen Partitionen, um das Modell zu erstellen. Und das tauschen wir dann durch. Also erste Partition wird zum Testen verwendet, alles andere zum Trainieren. Erster Durchlauf, zweite Partition wird zum Testen verwendet und die erste und die dritte und vierte wird zum Trainieren verwendet und so weiter. Bis wir alle vier Partitionen haben durchlaufen lassen und dann haben wir aus unserem Datenpaket schon mal vier Testergebnisse zurückbekommen. Das wollen wir jetzt einmal umsetzen. Ich erstelle mir mal wieder einen Datensatz. N ist 20 und die übliche parabelförmige Darstellung, die können wir auch noch mal kurz uns anzeigen lassen. Nicht Typ N, sondern einfach plotten. So, haben wir unsere Testdaten wieder und die wollen wir entsprechend wieder modellieren mit einer linearen Regression. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene Polynome zu wählen. Es steckt hier eine quadratische Funktion drin. Das heißt, das Polynom zweiten Grades sollte das Richtige sein. Aber das wollen wir herausfinden, da wir den Prozess hier hinter in der Realität eben nicht genau kennen. Okay, K-Fold als Technik. Wie gesagt, wir unterteilen unseren Datensatz in einen bestimmten, in bestimmte Partitionen. Und als Variable gebe ich hier mal k gleich 4 vor. 4 Partitionen wollen wir haben, mit denen wir das Ganze durchspielen wollen. Und wir prüfen wieder auf den 8. Grad. Wir übernehmen einiges von unserem vorherigen Bereich hier. Oh, da hatte ich schon 200 genommen. Naja, macht nichts. So, hier steht auch schon 8. Grad. Übernehmen wir das hier. Das ist aus dem letzten Tutorial, der Code. Neu ist jetzt hier k gleich 4. 8. Grad, Qualität wird als Datenrahmen gesetzt. Wir modellieren im Durchlauf unserer Grade vom Polynom 1. Grades bis zum Polynom 8. Grades, erstellen ein Modell, testen den inneren Fehler, sagen für unser Testset vorher, testen dann den äußeren Fehler und binden an unsere Durchlaufvariable Quality entsprechend die Ergebnisse des jeweiligen Durchlaufes. Soweit, so gut. Wie gesagt, jetzt wollen wir das Ganze auch noch mit den einzelnen Partitionen jeweils machen. Dazu müssen wir unsere Partition erst einmal festlegen. Das machen wir auch wieder mit einem Zufallsprinzip. Ich habe hier oben noch den Bereich
Hälften, den ich vom vorigen Durchlauf, vom vorigen Experiment hatte, den nehmen wir jetzt hier mal rein und verändern ihn, indem wir erstmal das Ganze als Fold oder Folds benennen. Wieder zufällige Auswahl, allerdings dieses Mal teilen wir es nicht in zwei Variablen ein, sondern in k Partitionen. Ich habe hier mein k gesetzt und wenn ich jetzt diese Folds-Variable setze, dann bekomme ich 1, 2, 3, 4 als Variablen oder als Zahlen zurück in gleicher Anzahl, bekomme also meine Aufteilung in entsprechende 4 Partitionen und kann ähnlich wie wir es vorhin mit Hälften gemacht haben, hier auch eine Auswahl treffen. Okay. Wenn wir das jetzt hier so einfach durchlaufen lassen, testen wir erst einmal wieder nur auf die Gerade und wir haben noch kein Trainingsset und kein Testset erst einmal definiert. Das tun wir. Achso, und was wir auch noch brauchen, sind die Variablen, mit denen wir die Sample-Fehler aufnehmen. Die sind in diesem gar nicht drin. Ich schreibe es einfach mal neu. Also eigentlich hatten wir ja... Hatten wir so nicht gesetzt. Also Inner Sample und Outer Sample Error wird hier jeweils einmal berechnet. Da wir aber für jeden Grad ein Testset definieren, das einem dieser Folds entspricht und dann alle anderen als Trainingsset verwenden und das dann für alle Folds jeweils durchprobieren wollen, müssen wir eine weitere Schleife hineinsetzen. Die setze ich mal gleich hier oben. For Fold in 1 in 1 bis k. Also für jeden meiner Folds soll diese Schleife einmal durchlaufen. Und da nehmen wir mal den ganzen Bereich hier hinein. Also die Modellerstellung erfolgt je Fold und das Ganze wird entsprechend jeweils durchgearbeitet. Wir haben immer noch kein Trainings- und kein Testset erstellt. Das machen wir aber jetzt an dieser Stelle je Fold. Testset soll sein meine Daten und zwar wo Folds gleich Fold ist. Also wenn ich das hier einmal durchspiele von hier oben runter. Jetzt haben wir alle unsere Daten gesetzt. Und hier läuft natürlich die Schleife durch und hier laufen unsere Degrees durch. Ich setze einfach mal Degree auf 1 und Fold auch auf 1, damit wir ausprobieren können, was hier passiert. Und wenn ich jetzt mein Testset belege, dann wird hier meine Folds werden genommen. Es wird geprüft, wo der Fold gleich 1 ist. Diese Daten werden genommen und zum Testset erklärt. Mein Trainingsset Set soll demzufolge sein, alle Daten, bei denen Folds ungleich Fold ist und hiervon auch alle. Das ist also der ganze Rest zum Trainieren. Jetzt haben wir unser Test und unser Trainingsset gesetzt. Soweit, so gut. Und wir haben unseren Inner Sample und Outer Sample Error. Der wird natürlich momentan für jeden Durchlauf des Folds überschrieben, für jeden Durchlauf der Schleife. Die müssen wir uns zwischendurch auch nochmal merken. Am besten tun wir das in einem numerischen Vektor, den wir am Anfang der Schleife entsprechend definieren. Wir brauchen zwei, einmal für den Inner Sample Error, Fold soll sein ein numerischer Vektor mit k Anzahl an Stellen. Wenn ich das hier mal durchführe, habe ich jetzt hier einen numerischen Vektor zurückbekommen mit 4 Stellen, 4 Folds wollen wir machen und die sind alle auch noch auf 0 gesetzt und das gleiche für den Outer Sample Error. Okay. Und jetzt setzen wir an dieser Stelle nicht den
Inner Sample Error generell, sondern den Inner Sample Error Fold von dem entsprechenden Fold, den wir gerade ausprobieren. Und das gleiche für den Outer Sample Error. Das Übertragen in den tatsächlichen Qualitätsdatenrahmen passiert außerhalb der Schleife. Und wir rechnen jetzt den Mittelwert unseres oder der entsprechende Wert hier, Inner Sample Error, ergibt sich aus dem Mittelwert, richtige Setzung von Inner Sample Error Fold. Und das gleiche nochmal für den äußeren. Outer. Und hier auch. Okay. Soweit, so gut. Was passiert? Wir erstellen vier Folds, die hier eben getrennt werden. 8 Grade wollen wir durchlaufen lassen. Unser Qualitätsdatenrahmen läuft durch als Auffangvariable. Im ersten Grad wird eine Auffangvariable Inner Sample Fold gesetzt auf 4 Stellen. Das gleiche mit der Outer Sample Error Fold Variable. Dann läuft für unsere Folds das jeweils durch und die Inner Sample und die Outer Sample Fehler werden berechnet. Diese werden dann als Mittelwert übertragen in diese Sammelvariable, denn uns interessiert ja, wie sozusagen der mittlere Fehler für die entsprechenden Variablen ist. Das wird in den Qualitätswert übertragen und dann haben wir die übliche Ausgabe hier am Ende. Ich lasse das einmal durchlaufen und hoffe, dass nichts schief geht. Wunderbar. Und wir bekommen eine Ausgabe zurück, die unserem Datensatz, unserer ursprünglichen Variante mit der Teilung in ein Test, ein Trainingsset sehr ähnlich ist. Was wir allerdings hier haben, ist, dass wir nicht nur einmal eben diesen Durchlauf haben und für jedes Polynom nur einmal entsprechend die Inner Sample, Outer Sample Fehler berechnen, sondern dass wir es viermal machen mit einem Durchwechseln der entsprechenden Anteile von Trainingsset und Testset. Das ist schon mal ein Schritt weiter. Damit haben wir den Zufall verringert, den Zufallsfehler, der entstehen kann, weil gerade mal zufällig ein bestimmter Anteil von Daten im Testset und ein bestimmter anderer Anteil im Trainingsset entsteht, sodass das Phänomen, dass plötzlich in unserem Trainingsset nur die Outlier sind und im Testset ganz andere Daten, das wird dadurch eben minimiert. Und wir können so etwas besser entsprechend abschätzen, wie das generelle Bild ist der Anpassung, wie die generelle Überanpassung aussieht. Das können wir auch mehrfach durchlaufen lassen. Da passiert mal was ganz Besonderes. Aber das Bild generell bleibt im Großen und Ganzen gleich. Wir bekommen nach wie vor den zweiten hier als die beste Lösung für unsere Polynomisierung. Okay, Einteilung in 4. Wir könnten hier auch das Ganze auf 5 setzen. Dann werden die entsprechenden Partitionen kleiner, die zum Testen verwendet werden, durchlaufen lassen. Das ist möglich. Es gibt hier den Spezialfall, dass man immer nur eine einzige Variable übrig lässt oder einen einzigen Fall übrig lässt zum Testen und alle anderen zum Trainieren und das Ganze durchlaufen lässt. Das ist die sogenannte Leave-One-Out-Methode. Also wir benutzen immer nur eine Variable zum Testen und trainieren mit allen anderen Variablen, einen Fall zum Testen und trainieren mit allen anderen Fällen und versuchen diesen einen Fall vorherzusagen. Das ist auch etwas, was im Grunde genommen naheliegend ist, intuitiv, dass wir so die Qualität unseres Modells maximieren. Das hat allerdings das Problem, dass hier auch durch statistische Effekte seltsame Ergebnisse teilweise rauskommen können. Wer das genauer nachlesen möchte, mag sich auf der Wikipedia das Leave-One-Out-Verfahren mal durchlesen. Da steht das entsprechend drin. Okay. Hiermit sind wir wiederum begrenzt mit dieser Fold-Methode auf eine bestimmte Anzahl, nämlich so viele Partitionen, wie wir erstellen.
So viel mal können wir das entsprechende Verfahren auch durchlaufen lassen und testen, wie hoch die Überanpassung ist. Mit jeder Partitionierung werden allerdings unsere Datenpakete kleiner, unsere Testdatenpakete am Ende kleiner. Und das ist natürlich auch ein gewisser Nachteil. Und es ist nicht unbedingt sinnvoll, diese Fold-Anzahl sehr hoch zu schrauben, weil dadurch eben auch negative Effekte entstehen können. Die nächste Möglichkeit, das Ganze zu testen, wäre das Bootstrap-Verfahren. Oder das Ganze mit einem Bootstrapping durchzuführen. Bootstrapping, der Begriff kommt davon, dass man sich an seinen eigenen Stiefelschnürsenkeln aus dem Sumpf zieht. Wenn wir zu wenig Daten haben, dann ziehen wir zufällig aus dem Datenpool, den wir haben, eine gewisse Anzahl von Daten, nehmen diese zufällige Auswahl für die Modellierung und wiederholen den Prozess, indem wir zufällig eine andere Anzahl von Daten ziehen. Also nicht wie in diesem Fall, dass wir vorher einteilen, welche Folds wir haben wollen, unsere Daten vorher fest partitionieren, sondern wir sagen, machen wir im Verlauf. Wir ziehen einfach zufällig eine gewisse Anzahl von Daten raus, erstellen mit denen das Modell, testen mit den Daten, die übrig bleiben, dieses Modell. Und auf diese Art und Weise sind wir nicht abhängig davon, dass wir nur viermal zum Beispiel das Ganze durchführen können, sondern wir können diese Boot-Anzahl so hochschrauben, wie wir wollen, so viel Zeit, wie uns der Rechner zur Verfügung stellt. Man könnte das auch absolut machen und sagen, sozusagen jede Kombination von Daten probieren wir einmal aus. Bei einer geringen Anzahl von 20, wie wir sie hier haben, ist das sicher machbar. Aber wenn wir viele Daten haben, dann wollen wir eben auch nicht jede Kombination austesten, sondern wir mal lassen zufällig eine gewisse Auswahl von Möglichkeiten zu mit dem Bootstrap-Verfahren. Ich setze in diesem Fall statt k eine Variable boot, die ich mal auf 10 setze. Das ist relativ wenig, 10 Wiederholungen pro Grad. Und den Rest kopiere ich jetzt erst einmal wieder runter und verende ihn entsprechend. Folds brauchen wir an der Stelle nicht zu setzen. Der Rest der Schleife bleibt im Grunde genommen sehr ähnlich. Wir können an dieser Stelle die Benennung Fold lassen. Das ist nicht so wichtig. Was wir aber ändern müssen, ist k. K haben wir nicht mehr, wir haben boot. Wir haben die Variable boot, in diesem Fall ist es 10. Wir brauchen einen Vektor, einen Sammelvektor, der 10 Stellen hat. Und hier benenne ich mal fold in boot um und sage von 1 bis boots will ich die Durchläufe haben. Also bei 10, dann benenne ich das hier auch in boots um, damit das schöner ist. So, für 1 bis 10 Durchläufe wird mir jeweils eine Variable boot zurückgegeben, 1, 2, 4, 5 hochgezählt. Okay, Trainingsset, Testset brauchen wir auch weiterhin. Das erstellen wir jetzt allerdings anders, indem wir ein Selektionskriterium erstellen, wie auch immer die Variable dann heißt, wiederum mit Sample von 1 bis n. Wir wollen eine Zufallsvariable aus oder eine zufällige Verteilung von 1 bis die Anzahl unserer Daten haben, so ähnlich wie wir das oben auch schon hatten. Wir wollen jetzt aber n Daten zurückbekommen, also ein Trainingsset, das genauso groß ist wie unser ursprüngliches Datenset. Wenn wir das einfach so machen würden, dann würden wir unser ursprüngliches Datenset zurückbekommen. Das ist ja nicht besonders befriedigend. Dann haben wir nur einen Durchlauf, also tun wir hinzu replace gleich true. Das bewirkt, dass ich die Zahlen mehrfach bekommen kann. Also 19 taucht hier 1, 2, 3 mal auf zum Beispiel. Die 19. Stelle wird dreimal gezogen. Ein Datum fließt also unter Umständen mehrfach in den Modellierungsprozess rein. Und jetzt erstellen wir unser Trainingsset, indem wir sagen, dass wir all diejenigen ins Trainingsset haben wollen, die im Selektionskriterium ausgewählt worden sind.
und unser Testset sollen all diejenigen sein, die nicht ausgewählt worden sind. Wie kodieren wir das? Erst einmal nehmen wir 1 bis n alle Daten. Wenn ich das mache, kriege ich alle Daten zurück. So, und jetzt wollen wir von denen erst einmal diejenigen, die in dem Selektionskriterium drin sind. Ja, habe ich noch nicht gesetzt. Da kann ich sie auch nicht im Shortcut haben. So. Jetzt reproduzieren wir im Grunde genommen hier unser Selektionskriterium. Also all diejenigen Daten von 1 bis von den Zahlen 1 bis n, die im Selektionskriterium drin sind. Damit wird unser Selektionskriterium wieder erzeugt, da wir eben von 1 bis n Daten ursprünglich haben und hiermit auf das Selektionskriterium filtern. Aber was wir jetzt machen können, ist das Ganze umdrehen und sagen, mit dem Ausrufezeichen dienen, dass dieser Vektor, den wir zurückbekommen, war, falsch, umgedreht wird. Damit ist alles falsch, was im Selektionskriterium drin ist, und alles wahr, was nicht drin ist. Und damit bekommen wir die Daten zurück, die übrig bleiben. Das sind hier ein paar weniger für unser Testset. Jetzt müssen wir noch den Fall abfangen, dass vielleicht zufällig in diesem Selektionskriterium alle Daten tatsächlich von 1 bis n gezogen werden. Damit würde das Testset leer sein und dann würde die Modellierung oder das Testen auf die Modellierung nicht klappen. Also wenn die Länge meines Testsets kleiner als 1 wäre, 0, wir setzen uns ruhig ein bisschen auf, kleiner als 2, wenn also weniger als 2 Daten da drin sind, dann soll die Schleife in den nächsten Durchlauf gehen. Befehl Next. Okay, der Rest ist im Grunde genommen genauso wie vorher. Wir haben unsere Modellierung, die hier durchgeführt wird. Wir wollen jetzt den Inner Sample Error für den entsprechenden Fold uns zurückgeben lassen. In diesem Fall ist die Selektionsvariable längst boot, wie ich sie da oben umbenannt habe. Und das gleiche hier unten auch. Der Rest bleibt äquivalent. Hier wird wieder der Mittelwert berechnet, unsere Qualität wird zurückgegeben und das Ganze geplottet. Damit können wir das jetzt entsprechend bootstrappen. Also 10 Durchläufe werden gestartet für 8 Polynome. Die Variable, die SAML-Variable wird gesetzt. Für jedes Polynom wird ein Durchlauf gestartet, für die diese SAML-Variablen hier erst einmal auf 0 gesetzt werden. Und für jeden Boot läuft dann eine eigene Modellierung, bei der zufällig aus dem Gesamtdatensatz ein Trainingsset ausgewählt wird, das genauso groß ist wie der Gesamtdatensatz, was durch replace gleich true erzeugt wird, dass wir eben Mehrfachauswahlen möglich haben. Der Rest kommt ins Testset. Wenn das Testset zu klein ist, wird die Schleife neu gestartet und der Rest ist wie gehabt. Das können wir jetzt einmal durchlaufen lassen. Ah, und da ist irgendwo ein Fehler entstanden. Warum dies? Weil ich die Variable boot nicht gesetzt habe. Weil ich die Variable boot hier immer noch mit boot geschrieben habe. So, boots muss es heißen. Lauf. Und wiederum äquivalentes Bild. Wir sehen, unsere zweite Polynom zweiten Grades wäre wohl die beste Wahl. Was wir jetzt aber gemacht haben, ist das Ganze 10-mal durchlaufen lassen und ein bisschen mehr Zeit, kann man es auch zum Beispiel 100-mal durchlaufen lassen. Das braucht ein bisschen länger. Und wir kriegen eine stabilere Lösung letztendlich heraus, weil eben das Ganze 100-mal wiederholt wird. Das Ganze kann man nochmal laufen lassen. Nochmal. Und wir könnten den Boot hier oben, die Boots-Anzahl auch auf 1000 setzen. Das mache ich jetzt nicht, aber sagen wir mal, wenn man schon die Möglichkeit hat, das auf diese Art und Weise durchlaufen zu lassen, dann sollte man sich nicht lumpen lassen und auch 1000 Durchläufe zum Beispiel machen. So teuer ist Rechenzeit heutzutage ja auch nicht. Okay, das wäre das Ganze für unsere lineare Regression mit dem mit der quadratischen Funktion, die wir vorhersagen wollen. Und hier kommt eben raus, dass auch eine quadratische Funktion das Beste wäre, um Overfitting in diesem Fall zu vermeiden.
weil hier der Outer-Sample-Fehler das am kleinsten ist. Wie machen wir das Ganze, wenn wir eben keine lineare Regression als Basis haben und nicht die Polynomisierung herausfinden wollen, sondern zum Beispiel mit dem Bayesian Klassifizierer herausfinden wollen, auf welche Art und Weise wir dort Daten am besten vorhersagen. Das Ganze mit Bayes. Und hier ist eben auch jedes andere Verfahren einzusetzen, was wir verwenden können. Ich greife hier mal auf die Iris-Daten zu, die dann auch in der Hausaufgabe eine Rolle spielen werden. Iris-Daten. Wenn sie noch nicht geladen sind, dann kann man das mit Data Iris machen. Iris, so. Und das sind unsere Pflanzentypen, unsere Blütentypen, die verschiedene Merkmale haben hier. Irgendwas mit den Staubgefäßen, wie lang die sind und wie breit die sind oder so ähnlich. Genau weiß ich nicht, was sich dann da versteckt. Biologen wissen das sicher besser. Aber mit diesen Informationen wollen wir mit einem Bayesian Klassifizierer jetzt vorhersagen, welche Spezies das Ganze ist. Und wir nehmen mal wieder zur Verarbeitung des Ganzen unseren Code von hier oben wieder rein und verändern ihn. Boots bleibt bei 100 Degrees haben wir jetzt keine mehr. Wir haben keine Polynome, deswegen gibt es auch keine entsprechenden Grade, die es durchzuprüfen gilt. Was es aber gilt durchzuprüfen, ist, welche Prädiktoren wir verwenden, um zu verhindern, dass eine Überanpassung stattfindet. Erst einmal setzen wir unsere Daten auf die Iris-Daten. Und als Prädiktoren sollten sich eignen alle Werte, die wir haben, außer dem Wert, den wir vorhersagen wollen, nämlich Spezies. Also Predictors erst einmal der Predictor Vector Call Names von Daten. Jetzt bekommen wir einen Vektor zurück mit all unseren Variablen, die wir haben. In diesem Fall auch inklusive Spezies. Und ich halte das Ganze jetzt etwas, ich mache das etwas komplizierter, aber versuche es auf die Art und Weise allgemein zu halten, dass hier auch relativ leicht andere Daten hineinzusetzen sind. Wir definieren, was unser Response ist, also unsere Zurückgabevariable und diejenige, die wir prädiktieren wollen. Das ist Spezies in diesem Fall. Und schneiden wir aus unserem Prädiktorenvektor diesen Wert heraus. Beziehungsweise, das nehme ich mal dahinter. Rein logisch passt das besser hier hinter. Prädiktorvektor soll sein Prädiktorvektor minus Response. Setzen. Na, Moment. Ja, das machen wir anders. Pardon. Das war so nicht getestet. Gucken, ob es so funktioniert. Wunderbar. Okay, Prädiktorvektor soll jetzt sein. Der Prädiktorvektor von allen Stellen, wo der Prädiktorvektor nicht gleich der Response ist. Damit werden wir die also sozusagen los. Okay, jetzt schauen wir wie viel Prädiktoren wir haben. Das entspricht der Länge dieses Prädiktionsvektors. Wir haben 4 Prädiktoren. Und jetzt brauchen wir ein Prädiktor-Grid. Was sich dahinter versteckt, werden wir gleich sehen. Das besteht aus Expand-Grid. Mal
Werte Ja und Nein. Das können wir später noch skripten, sodass das automatisch aus der Anzahl der Prädiktoren hier hervorgeht. Was bekommen wir hier zurück? Wir bekommen erst einmal Ja und Nein als mögliches Wertepaar zurück. Einer unserer Prädiktoren kann entweder benutzt werden oder nicht benutzt werden. Der Befehl expandGrid bewirkt, dass die Kombination all der mitgelieferten Vektoren oder Faktoren berechnet wird. Also jeder mit jedem wird einmal kombiniert. Und unser gesamter Wertebereich, über den wir testen wollen, ist jeder Prädiktor mit jedem anderen Prädiktor zusammen. Ich bekomme hier ein Wahr- und Falsch-Grid zurück. Also im ersten Fall wird der erste Prädiktor genommen, der zweite Prädiktor, der dritte Prädiktor, der vierte Prädiktor. Im zweiten Fall wird der erste Prädiktor nicht genommen, der zweite, der dritte ja. Hier wird der erste genommen, der zweite nicht, der dritte und der vierte ja und so weiter, sodass alle Kombinationen durchprobiert werden, bis am Ende hier keiner der Prädiktoren verwendet wird. Das klappt natürlich bei uns nicht, den Fall müssen wir nachher ausschließen. Aber auf diese Art und Weise haben wir alle möglichen Kombinationen von Prädiktoren entsprechend wiedergegeben. Okay, damit haben wir jetzt unseren Rahmen sozusagen aufgespannt. Was vorher unsere Degrees waren, sind jetzt unsere Prädiktoren-Grids und welcher Prädiktor eben verwendet wird und welcher nicht verwendet wird. Jetzt müssen wir noch gucken, wie viel wir zurückbekommen haben. nStim von, einen Moment, Degrees, bleiben wir ruhig dabei, Degrees ist dim von Prädiktor Grid. Erste Dimension. Hier bekommen wir die Dimensionen zurück, beide 16 Zeilen, 4 Spalten. Den ersten Wert, der interessiert uns. 16 verschiedene Kombinationen haben wir. Das sind unsere Degrees, mit denen wir weiterarbeiten wollen. Und da wir vorher das N hier nicht gesetzt haben, sondern das aus den Daten selber hervorgeht, setzen wir das an dieser Stelle auch nochmal. N wird dim von Daten 1. Damit wir wissen, über wie viele Fälle wir reden. Das sind 150 Fälle in diesem Datensatz. Gut, damit können wir jetzt schon mal weiterarbeiten. Einiges von dem Code vom vorigen Mal können wir wieder verwenden. Was wir jetzt allerdings machen, ist nicht, dass wir nach verschiedenen Polynomisierungen das Ganze laufen lassen, denn in der eigentlichen Modellierung benutzen wir hier den naive Base und das Paket habe ich mir noch nicht geladen, das mache ich mal schnell. Machen wir hier oben Library und das ist in E1071 drin. Okay, also die eigentliche Modellierung läuft hier über den naiven Base und da haben wir dann nachher nichts mit Poly und so, hier muss gleich noch was reinkommen. Wir wollen jetzt je Degree sozusagen eine Liste unserer Prädiktoren bekommen, mit denen wir arbeiten und wir haben alle möglichen Kombinationen eben zusammengestellt und daraus wollen wir jeweils eine Variante herausgreifen, die ich myPredictors nenne. Die soll aus dem Prädiktor Vektor zurückgegeben werden und also hier bekommen wir sämtliche Prädiktoren zurück und davon sollen diejenigen ausgewählt werden, die im Prädiktor Grid des entsprechenden Grades vorhanden sind. Also hier drin bei wir haben lustigerweise Degree gerade auf 8 gesetzt. Degree gleich 1. Beim ersten bekommen wir alles wahr, alle Prädiktoren verwendet. So, wenn ich das jetzt durchführe, bekomme ich einen Fehler, weil hier intern das Ganze als Liste verwaltet und umgewandelt wird. Wir müssen hier den Befehl unlist verwenden, um diese Listierung loszuwerden. Und
wenn ich das getan habe, dann bekomme ich in diesem Fall alle meine Prädiktoren zurück, weil hier überall true steht. Wenn ich degree auf 8 setze und das hier durchführe, bekomme ich nur petal with, weil das der einzige ist, für den an dieser Stelle im Grid wahr steht. Okay, damit haben wir unsere Prädiktoren hier an der Stelle jeweils für jeden Durchlauf separiert. Wir müssen noch den Fall ausschließen, den 16. Fall, dass alles auf falsch gesetzt wird, wenn die Länge meines aktuell verwendeten Prädiktorwertes, da kommt ein D hin, das ist ein D, wenn diese 0 sein sollte, dann next, dann beende diesen Durchlauf der Schleife und starte einen neuen Durchlauf. In diesem Fall wird das natürlich dann fertig sein, aber das macht nichts. Okay, das können wir so lassen. Und jetzt müssen wir für unseren naiven Bayesian Klassifizierer hier unten noch die Formel entsprechend aus unseren verwendeten Prädiktoren erstellen. Das mache ich vorher, bevor ich das Ganze in die Boots schicke. My Formula nenne ich die entsprechende Variable. Und da soll eine für R verständliche Formel mal rüberkommen, die ich aus Textbausteinen zusammensetze. Erst einmal, ich baue das jetzt rückwärts sozusagen auf. Paste ist ein Befehl, um Textbausteine zusammenzufügen. My Predictors sollen da rein und die sollen mit einem Pluszeichen zusammengefügt werden. Wenn ich das hier ausführe, ups, habe ich hier gerade keine. Na, ah, ist gleich wäre schön. So, bekomme ich nur diesen einen zurück. Wenn ich Degree jetzt mal wieder auf 1 setze, das hier ausführe und mir den Teil zurückgeben lasse, bekomme ich das plus das plus das plus das, also alle 4 mit einem Plus zusammen die rechte Seite der Formel. Die linke Seite der Formel besteht aus meinem Response-Wert. Response, der wird mit einer Tilde verbunden. Und hinten dran kommt dieser Textteil. Und um das, diese Textteile zusammenzufügen, benutze ich wieder den Paste-Befehl. So, jetzt haben wir eine hinreichend eindrucksvoll aussehende Textbereich hier, hinreichend eindrucksvoll aussehenden Befehl, der folgendes macht. Er fügt unseren Response-Wert, den wir oben auf Species gesetzt haben, mit den gerade ausgewählten Prädiktoren zusammen, sodass hier eine Gesamtformel entsteht, mit der die wir dann in unseren naiven Bayesian Klassifizierer reinfüttern können. Mit der Formel soll der entsprechende Durchlauf dann starten. Okay. Wiederum hier mit Bootstrapping, Testset und Trainingset bestimmt. Wenn das Testset zu klein ist, dann springen wir in den nächsten Schleifendurchlauf. Der innere und der äußere Sample-Fehler werden bestimmt. Wir haben jetzt allerdings das Problem, dass wir keine Residuals und keine numerisch auswertbaren Abweichungen von den Prädiktionen bekommen, denn wir bekommen nur die Aussage, ist folgende Spezies so, ist folgende Spezies so. Also bringt uns dieser Code hier jeweils nichts. Was wir machen können, ist zu schauen, welche Spezies vorhergesagt wird. Das ist natürlich später dann auch Fundstelle, Nicht-Fundstelle, ob eine Fundstelle vorhergesagt wird oder nicht. Und zu schauen, ob diese Vorhersage mit der Realität übereinstimmt, das ist dann dementsprechend unser Fehler. Dazu müssen wir jeweils die Vorhersagen durchführen. Predict Training ist Predict aus unserem Modell und die New
ViewData ist unser Trainingsset und das gleiche fürs Testset. Test hier Testset. Damit führen wir die beiden Vorhersagen durch. Und unser Inner Sample Fehler ist dann die Anzahl derjenigen Prädiktionen, die nicht der Realität, also unserem tatsächlichen Spezies entsprechen, wo also eine Falschvorhersage passiert. Und das Ganze teilen wir nochmal durch die Anzahl der entsprechenden Datensätze, um das auf ein gleiches Verhältnis zu bekommen, auf ein Verhältnis eben. Also wie groß ist der Anteil der falsch vorhergesagten Prädiktionen? Erst einmal lasse ich das bis dahin soweit durchlaufen. Ah, die muss ich noch setzen. So. Jetzt können wir hier entsprechend Vorhersagen treffen. Hier stehen dann eben die entsprechenden Spezies drin. Und ich weiß für mein Trainingsset jeweils die Spezies und ich weiß die vorhergesagten Spezies fürs Trainingsset und ich will jetzt wissen, welche von denen sind nicht gleich. Wir sehen, die meisten sind gleich. Gleich sind sie, wenn hier falsch steht, also wenn nicht gleich falsch ist. Falsch wird in R als 0 kodiert, wahr wird als 1 kodiert. Wenn ich jetzt die Summe hierüber bilde, dann bekomme ich die Anzahl derjenigen, die falsch vorhergesagt worden sind. Das sind 7. Und wenn ich das teile durch die Größe meines Trainingssets, und zwar die Fallzahl, also die erste Dimension hier, durch 150, bekomme ich meinen Inner Sample Fehler. 4,6% des Trainingssets sind falsch vorhergesagt worden. Okay. Das für den äußeren Fehler ist äquivalent. Outer. In diesem Fall haben wir nicht das Trainingsset, sondern das Testset. Und das vergleichen wir auch mit dem Testset und teilen es durch die Größe des Testsets. Vom Testset sind tatsächlich an dieser Stelle weniger falsch vorhergesagt worden, nämlich nur 1,8%. Also unser Bayesian Klassifizierer klassifiziert das Testset besser als das Trainingsset. Solche Effekte können halt auch mal entstehen. Gut. Die Sachen brauchen wir nicht mehr, die haben wir ersetzt. Wunderbar. Und der Rest ist hier wieder äquivalent. Hier werden die Sachen für jeden Boot zusammengerechnet, also der Durchschnitt gebildet, die Qualitätsvariable geschrieben. Damit haben wir das Ganze eigentlich schon umgesetzt mit dem Bayesian Klassifizierer. Also unsere Daten sind Iris. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, 10 Boots. Um Zeit zu sparen, unsere Response-Variable ist Spezies. Hier werden die Prädiktoren definiert, herausgesucht und hier wird dort entsprechend der Response rausgeschmissen und findige Leute werden sicher gesehen haben. Wir können das Ganze hier noch ein bisschen verkleinern, indem wir das direkt dahinter setzen. Ups. Nein, können wir nicht. Oh. Ah. Weil wir ihn noch nicht haben. Korrektur, wir können das also nicht machen, wir müssen damit arbeiten. Schrittweise. Man könnte es auch anders kodieren, aber wir bleiben einfach dabei. So. So ist es wieder richtig. Genau. Okay. Anzahl der Prädiktoren und damit könnten wir später das hier noch skripten, dass die entsprechenden Werte hier numerisch gesetzt werden. Unser Gradzahl ergibt sich aus der Anzahl aus dem Prädiktionsgrid.
was eben wiedergibt, welche Kombinationen so alles mit unseren Prädiktoren möglich sind, wo sie also vorhanden, benutzt, nicht benutzt und so weiter, welche möglichen Kombinationen es gibt. N brauchen wir nachher, um unsere Größe für hier das Selektionskriterium festzulegen, wie viel Daten wir zurückbekommen wollen, Qualität als Sammelvariable. Dann läuft das je nach Kombination von Prädiktoren durch die Schleife. Die Prädiktoren, die aktuell in diesem Durchlauf verwendet werden, werden hier gesetzt. Wenn keiner mehr übrig ist, dann wird die Schleife in die nächste Runde geschickt. Die Inner Sample und Outer Sample Sammelvariable wird auf 0 gesetzt und mit entsprechenden Stellen versehen. Die Formel wird erstellt für meine aktuell verwendeten Prädiktoren und dann geht das Ganze hier in die Bootstrapping-Schleife, wo wir wieder das Trainings- und das Testset zufällig mit Bootstrapping bestimmen, wobei eigentlich der gesamte Prozess Bootstrapping ist. Wenn das Testset zu klein ist, geht es in die nächste Schleife. Hier wird das Modell erstellt mit Hilfe meiner aktuellen Formel und dem Trainingsset. Aus dem Modell und den Test- und den Trainingsset-Daten wird prädiktiert. Und dann wird geguckt, wie groß ist der Fehler für mein Trainingsset, wie groß ist der Fehler für mein Testset. Das Ganze wird aufsummiert und beziehungsweise da wird der Mittelwert gebildet und in meine Ausgabevariable geschrieben. Lassen wir das einmal durchlaufen. Das geht relativ fix bei 10 Durchläufen, aber braucht trotzdem auch schon seine Zeit. Und was wir zurückbekommen, ist unsere Quality-Variable, bei der wir sehen, dass hier der Inner Sample Error und der Outer Sample Error jeweils unterschiedlich gestaltet sein kann. Uns interessiert natürlich primär der Outer Sample Error. Schauen wir mal, welches der kleinste ist. Das können wir natürlich hier aus der Liste ablesen. Das können wir aber auch mit R uns einfach zurückgeben lassen. Best Solution nenne ich das Ganze mal. Soll sein welcher von den Werten des Quality Outer Sample Error ist gleich dem kleinsten Wert des Quality Outer Sample Error, also welcher ist der kleinste Wert? Best Solution ist die 8 und unser Prädiktor Grid davon Best Solution. Da sie in der gleichen Reihenfolge hinten rauskommen, wie sie vorne reingesteckt werden, sehen wir, dass an dieser Stelle als beste Lösung, also als nicht überangepasste Lösung, diejenige ausgespuckt wird, wo wir nur die vierte Variable hier als Prädiktor verwenden. Um das Ganze ein bisschen lesbarer zu machen, können wir hier noch die Callnames vom Prädiktor-Grid setzen auf unseren Prädiktor-Vektor. Jetzt sehen wir hier oben, dass hier entsprechend die Variablennamen stehen. Und wenn ich das Ganze nochmal durchlaufen lasse, was auch wieder einen kleinen Moment dauert, bekommen wir eine ganz andere Lösung zurück, nämlich das Sample Width Petal Length und Petal Width benutzt werden soll und Sample Length nicht benutzt werden soll. Damit ist deutlich, dass 10 Bootstrapping-Durchläufe nicht ausreichen, um eine stabile Lösung zu versuchen herauszubekommen. Ich kenne die stabile Lösung schon, weil ich es schon mal mit 1000 Durchläufen habe laufen lassen. Ich werde es an dieser Stelle allerdings nicht verraten. Das könnt ihr selber mal ausprobieren. Also 1000 und aufwärts ist eine gute Startpunkt, um ein Bootstrapping an dieser Stelle sinnvoll durchführen zu können und auf die beste Parameterisierung in diesem Fall des Bayesian Klassifizierers zu kommen. Das kann man auch noch weiter hochsetzen, je nachdem, ob man viel Zeit hat und den Rechner lange alleine laufen lassen möchte. Je größer die Anzahl der Boots ist, je länger man so ein Bootstrapping durchlaufen lässt, umso stabiler wird letztendlich die Lösung sein. Und es kommt auf jeden Fall bei dieser Geschichte eine Lösung raus, die nicht sagt, verwende alle Prädiktoren, sondern die eine bestimmte Auswahl an Prädiktoren
als die sinnvollste Variante beschreibt, um eben ein Overfitting zu vermeiden. Okay, das ist im Grunde genommen so ein allgemeines Vorgehen, das man auf verschiedene Modellierungsvarianten anwenden kann. Die meisten Modellierungsbefehle oder Modelle erwarten eben irgendeine Art von Formel und irgendeine Art von Datensatz. Das heißt, hier kann man gut andere Modelle ersetzen, statt den naiven Bayesian Klassifizierer einfach einen anderen Befehl hier einsetzen, der eine Formel erwartet und die entsprechenden Daten. Und dann lässt man das entsprechend durchlaufen. Sofern ein Prädiktbefehl vorhanden ist, sollte der auch ähnlich funktionieren. Hier kann man also zum Beispiel auch die Supported Vector Machine oder ähnliche Sachen reinsetzen und dann entsprechend gucken, welche Prädiktoren sind am sinnvollsten zu verwenden, welche sollte man draußen lassen, um ein Overfitting zu vermeiden. Das ist im Grunde genommen auch die Hausaufgabe, das für die jeweiligen einzelnen Verfahren anzuwenden und durchzuführen und zu gucken, zu welcher Qualität der Lösung kommen wir am Ende. Okay, so viel dazu und mal gucken, was als nächstes passiert. Jetzt muss ich wieder an den Ausknopf kommen, wie üblich.